Es ist wieder soweit, denn Insta360 hat eine neue 360-Grad-Kamera rausgebracht, und zwar die Insta360 X4. Und in diesem Video zeige ich dir alles, was an der Kamera neu ist. Schon von außen ist mir aufgefallen, dass sich etwas verändert hat. Und zwar ist sie im Allgemeinen etwas länger und auch schwerer geworden. Und das aus einem guten Grund. Denn jetzt haben wir einen 2,5 Zoll großen Touchscreen verbaut, der aus Gorilla-Glas besteht und etwas größer als der Vorgänger ist. Auf der Rückseite haben wir statt einer glatten Oberfläche nun eine geriffelte. Und ein weiterer Grund für die gestiegene Größe ist die größere Batteriekapazität. Durch den größeren Akku, der verbaut wurde, hast du natürlich auch eine längere Laufzeit. Denn wenn du deine Videos in 5,7K und 30 Bildern pro Sekunde filmst, dann kommst du auf ungefähr 135 Minuten. Und auch die Ladezeit ist deutlich kürzer geworden, denn schon in 55 Minuten ist diese Kamera voll aufgeladen und ready to go. Obwohl sich die Sensorgröße nicht verändert hat, hat die X4 eine höhere Auflösung und Bildfrequenz. Im 360-Grad-Modus kannst du jetzt in 8K und 30 Bildern pro Sekunde filmen. Wenn du aber dennoch in 5,7K filmen möchtest, dann hast du 60 Bilder und bei 4K hast du sogar 100 Bilder zur Verfügung, was sich bestens für Slow-Mo-Aufnahmen eignet. Auch der Mono-Objektiv-Modus hat sich verbessert, denn hier kannst du in 4K und 60 Bildern pro Sekunde filmen und du hast auch einen größeren ISO-Bereich. Bei den Fotos hat sich nichts verändert, da bleibt es bei einem Objektiv bei 18 Megapixeln und bei 360-Grad-Aufnahmen bei 72 Megapixeln. Die neue 8K-Auflösung fällt besonders auf, wenn man sich die 360-Grad-Aufnahmen zum Beispiel mit einer VR-Brille anschaut. Im Gegensatz zum Vorgänger sind die Farben viel lebendiger, du hast einen größeren Dynamikbereich und auch die Details in den Lichtern und Schatten sind sichtbarer. Wenn du die Fotos und Videos bei guten Lichtverhältnissen machst, dann merkst du den Unterschied auf jeden Fall. Bei schlechten Lichtverhältnissen sieht man den Unterschied eher weniger. Bei den Aufnahmemodi haben wir ein paar Auflösungs-Upgrades bekommen. Die Modi selber haben sich im Vergleich zum Vorgänger aber nicht geändert. Nach wie vor gefällt mir besonders der Bullet-Time-Effekt, der natürlich von der höheren Auflösung deutlich profitiert. Und auch bei dem Zeitraffer-Modus bekommen wir jetzt eine 11K-Auflösung. Natürlich hat die X4 auch ein paar neue Funktionen, wie zum Beispiel die Gestensteuerung und eine programmierte Aufnahme. Dort schaltet sich die Kamera an, nimmt automatisch auf und schaltet sich dann automatisch wieder ab. Bei dem Mikrofon und dem Audio hat sich jetzt nichts verändert. Hier sind nach wie vor die 4 Mikrofone verbaut, die ich allerdings auch schon beim X3 Modell sehr gut fand. Das war's jetzt schon wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann schreib sie unter dem Video in die Kommentare. Wir beantworten diese gerne. Ciao und bis zum nächsten Mal.